Seid gegrüßt, liebe Schüler. Nun denn, wir werden in diesem Video vier Sachen machen. Einmal werden wir Gras bauen für Unreal und wie man das am besten alles einbindet. Wir werden einen Charakter einbinden in Unreal und wie das geht mit dem Animation Blueprint. Eine Landscape werden wir aufsetzen, wohlgemerkt nicht das Landscape Material. Dafür habe ich das Tutorial am Start für euch, kann ich das auch nochmal als Link vielleicht in die Description senden. Vielleicht ist einer von euch auch so lieb und schickt es einfach als Comment in dieses Video. Und dann haben wir noch die Texturierungsmethode über Photoshop. Ja, wir hatten ja über Substance Painter das im Unterricht gemacht, aber es wurde jetzt von einigen noch angefragt, dass wir das auch in Photoshop machen. Ohne Umschweife gehen wir los und beginnen mit dem Gras. Ja, zunächst dafür gehen wir in Blender und machen erstmal eine Plane. Alles raushauen, add neue Plane. Die packen wir 90 Grad, packen die hier hoch und machen die vielleicht ein bisschen kleiner, je nachdem, wie ihr euch so das Gras vorstellt. Achtet darauf, dass die Plane etwas im Boden versunken ist. Ne? Also der Boden ist dann tatsächlich auch das Grid hier. So, das einmal unwrappen bitte und schauen wir uns mal in der InDV-Editor an und haben jetzt hier das Ergebnis. Man kann hier auch direkt noch sagen, lasst uns mal schauen, ist das auch die Oberseite hier, die Oberseite auch da. Das geht mit diesem Pfeil hier oben. Na, hier. So. Wenn ich dann also das hier ausgewählt habe, das UV, dann kann ich UV Export UV Layout machen und mir das auf dem Desktop speichern. Grass Unwrap. Und there you go. So, dann machen wir das mal klein. Here it is. Und das packe ich jetzt erstmal in Photoshop rein. Das hier erzeuge ich mir jetzt die Grastextur und das geht am besten mit dem Tablet. Schnappt euch das Tablet, wenn ihr eins da habt, an der Stelle. Und dann könnt ihr hier die Grashelme so draufzeichnen. Das geht ganz gut. Achtet darauf, dass sich die Grashelme am besten nicht überlappen. Das sieht aus Erfahrung immer so ein bisschen ulkig aus. So, dann achtet auch darauf, dass ihr nicht so ein Knallegrün nehmt, sondern so ein bisschen so einen gelblicheren Ton. Klar, muss man sich erstmal ein bisschen hinarbeiten. So, mein Tipp auch, macht ruhig so eine Art Gradient, von oben nach unten so. Vielleicht oben etwas heller, so ein bisschen ausgetrockneter und unten etwas saftigeres Grün. Who knows? So, dann kann man hier auch noch sagen, okay, guck, wir können hier in die Transparency locken auf dem Layer und können hier so ganz leichte, das ist jetzt für die Advanceden hier, aber wir können jetzt ganz leichte so Grashalmfasern rein skizzieren, das wirkt immer ganz gut. Also nicht zu stark. Zusätzlich kann man die Grashalme noch in der Mitte so ein bisschen zerteilen. Und da auch noch so ein bisschen so eine Art Schatten rein brushen, der auch noch so andeutet, dass der Grashalm halt so diese Lücke in der Mitte hat. Wenn ich dann also das Gras soweit habe, gehe ich hier hin, blende, ganz wichtig, blende die UVs aus. Machen wir es vielleicht noch ein bisschen weiter in die Mitte und ab dafür wieder zurück in Blender. Speichern unter und dann als PNG speichern. Auf dem Desktop. Grass Div. So. There you go. Hier ist das Gras und es ist halt ja, Transparenz im Hintergrund. Wir brauchen noch die Plane aus Blender. Und die Plane selbst alleine ist vielleicht ein bisschen wenig. Wir können nämlich eine Sache cool machen. Wir können die kopieren, rotieren um 90 Grad und vielleicht so ein bisschen schräg setzen und das gleiche nochmal wiederholen. Und damit nicht alles gleich groß ist,
kann ich auch so ein bisschen kleiner alles skalieren. So, ungefähr so, ne? Man kann sich das auch anzeigen lassen, indem man sich den Shader kurz in Blender baut. Komm, machen wir es einmal. Ich gehe hier in den Shader Editor, habe hier mein Material für die Plane, was noch kein Material hat. Okay. Und hier kommt halt eben diese Grastextur rein. Ich packe die Color in die Color und die Alpha packe ich in die Opacity. In die Alpha, genau. Opacity heißt es bei Unreal. So, und jetzt sehe ich noch nichts, weil ich brauche noch die Material View. Und auch hier werde ich das noch sehen, weil ich brauche noch die, unten bei der Textur brauche ich noch hier Blend Mode auf Alpha Clip bzw. Alpha Blend. Genau. So, die anderen Objekte will ich auch so eingefärbt haben. Kleiner Tipp, ich kann alle Objekte auswählen und dann das Hauptobjekt und kann hier auf den kleinen Pfeil klicken und dann Copy Material to Selected und dann haben wir das schon so als ein Büschelchen. So sieht das ganz gut aus und das können wir nehmen. Wir müssen allerdings noch dafür sorgen, dass diese vier Planes, die wir jetzt hier haben, dass die alle ein Objekt sind. Steuerung J, also alle auswählen und Steuerung J drücken, dann haben wir hier eine Plane, also ein Objekt meine ich. Und das ziehen wir jetzt in Unreal rüber. Also ich gehe auf File, Export, FBX und auch wieder auf Desktop und sage Grass. Ja, eigentlich nur Grass, beziehungsweise machen wir OBJ. Ne? Selected Objects nur, der Rest passt alles. Export und there you go. Das packen wir jetzt erstmal in Unreal rein. So, lasst uns mal dafür kurz einen neuen Ordner machen. Grass. Und hier packe ich jetzt das Gras, Object File und den Unwrap brauchen wir nicht. Import erstmal. So, er hat uns direkt noch ein Material dazu gebaut. Da gehen wir mal rein. Und drin hat er reingepackt tatsächlich sogar die Map. Das sieht ganz gut aus. Jetzt brauchen wir hier nur noch einstellen, dass er auch dieses Gras nutzt. Also dass er das Alpha vom Gras auch nutzt. Und zwar müssen wir dafür den Material Shader, also den Shader selbst sozusagen, müssen wir hier noch einstellen, dass der nicht auf Opaque steht, sondern auf Masked. Beziehungsweise nicht mal da, sondern auf Translucent, aber oder nee, auf was anderem. Sehen wir gleich. Ich glaube, Mask können wir hier erstmal lassen und machen das in die Opacity Mask, den Alpha von der Texture. So. Und dann sehen wir Folgendes. So sieht das erstmal aus, ein bisschen komisch. Wenn wir auf der Plane dann gucken, da sieht es schon besser aus. Problem ist, Problem ist, von der Rückseite sehen wir es noch nicht. Dafür müssen wir einmal aufs Material gehen und dann hier auf Two-Sided, dann kommt das schon. Außerdem können wir Shading Model können wir umstellen auf ich glaube, lasst uns erstmal ein Subsurface probieren. So, und dann könnten wir noch die ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige ist. Bleiben wir erstmal dabei und machen hier die Color auch als Subsurface Color. Aus Erfahrung war das zu hell ursprünglich und ich glaube, ich hatte das ein bisschen subtracted. Genau, das ja, müssen wir gleich mal in der Engine gucken. Aber auf jeden Fall war das, damit das Gras nicht so dunkel wirkt. Das können wir uns sonst nochmal gleich angucken. Auf jeden Fall, Roughness können wir eine Constant machen und sagen einfach 0,7, dass das Gras recht rough ist. Auch da könnt ihr gerne ein bisschen spielen, das runtersetzen. Aber wichtig ist, also bei der Metallic Constant 0, das sollte standardmäßig auch 0 sein, glaube ich sogar schon. Und dann haben wir hier noch World Position Offset. Das ist ganz interessant wegen den Werten, dass das Gras sich auch so ein bisschen bewegt. An der Stelle
Ich glaube, Easy, nee, Grass Wind, Simple Grass Wind, World Position Offset, das klingt ganz gut. Und er sagt, geht nicht, weil wir brauchen die Inputs für die Werte. Und an der Stelle empfehle ich immer ein Scalar Parameter, damit wir das ausprobieren können. Also Intensity, Weight. Wind Speed. Ah, verdammt. Speed. Und VPO, was auch immer das ist. Das können wir uns auch nochmal gleich angucken. Und dann die jeweiligen Sachen mit dem allen connecten. Es lädt. Gut. Wie gesagt, Subsurface Color, da müssen wir mal gucken, ob wir da eventuell noch ein Divide reinhauen. Sehen wir gleich. Standardmäßig steht das hier alles auf 0. Das ist vielleicht nicht so gut, aber wir können das, wir werden das gleich einfach straight bearbeiten. Passt. Dann gehen wir jetzt und schauen mal, dass wir das Gras Material auch wirklich auf das Gras draufpacken. Das ist erstmal wichtig. In meinem Fall ist es sogar schon so. Falls es bei euch nicht ist, geht einmal Doppelklick aufs Gras und zieht einfach das Grasmaterial hier rein. Dann ist es da. Und damit es jetzt, damit es jetzt natürlich auch sich im Wind bewegt, müssen wir die Scalar-Parameter auch bearbeiten, die wir da alle auf 0 gesetzt hatten gerade. Das geht, indem wir Rechtsklick aufs Material machen, Create Material Instance und dann sagen wir Grass M Instance und oder Inst und dann gehen wir hier Intensity, Speed, Weight, VPO und regeln mal alles. Vielleicht regeln wir erstmal alles auf 1. Gucken mal, was passiert. Ah, okay. Man sieht es hier nicht live. Man sieht es nur, wenn man so ein bisschen hier bewegt. Man kann hier irgendwo. Vielleicht setzen wir es erstmal in die Szene und können es da live sehen. So, wir sehen es jetzt hier nicht, weil das neue Material, das instanzierte Material noch nicht auf dem Gras ist. Das müssen wir noch draufziehen. Also nochmal zurück zum Gras und hier das instanzierte Gras draufziehen. Und so wackelt es jetzt. Wird vielleicht auch ein bisschen groß, lasst uns ruhig kleiner machen. So, ne, das heißt, man kann hier jetzt ein bisschen rumspielen und kann sagen, VPO 1,2. So, Weight sieht ein bisschen heftig aus. Lasst uns so zum Beispiel. Und auch das Wind Speed gefällt mir noch nicht so. Das hier sieht ganz gut aus. Also ich habe jetzt bei mir Intensity auf 1, Speed auf 0,5, Weight 0,2 und VPO auf 0,2. Ihr könnt das gerne bei euch einstellen, wie ihr das mögt. So, saven wir das alles. Und jetzt, damit wir das Gras auch wirklich brushen können hier, damit wir da nicht einfach jeden Grashalm setzen müssen, müssen wir das Gras als Foliage aktivieren oder einstellen. Und zwar geht das hier bei Modes, klicken wir hier oben drauf, gehen auf Foliage und dann gibt es hier Drop Foliage hier. Wir können dann das Objekt nehmen vom Gras und das hier bei der File Type reinziehen. So, wenn wir jetzt da drauf klicken, können wir das jetzt schon direkt brushen, aber da gibt es zwei, drei kleine Probleme mit. Erstens macht er das hier in meinem Fall jetzt einfach noch zu groß. Das können wir noch einstellen natürlich, wie ihr euch denken könnt. Moment. Er muss einmal die Shader compilen. Gut, machen wir gleich. Hier kann ich eben die Maximum und Minimum Scale einstellen. In meinem Fall sage ich, er soll das Gras minimal 0,2 und maximal 0,4. Das heißt, er ist niemals 100% Scale. But this is good. Und hier kann ich auch die Size von meinem Brush einstellen. Ich kann jetzt hier das Gras hinbrushen. Und jetzt ist das schön saftig grün, weil wir den Regler bei dem Material vorhin hatten wir ja hier hier das Shading Model hatten wir auf Subsurface gestellt und jetzt die Color auch bei Subsurface Color reingestellt. Das ist ein wichtiger Punkt, den nicht vergessen. So, die Density kann ich natürlich auch erhöhen, kann hier, sage ich mal, doppelt so hohe Density, dann kommen hier doppelt so viele Grashelme hin.
Und so kann ich mir jetzt hier schnell und groß über den Boden brushen. So, ihr seht allerdings auch, ich kann nicht an die Wand brushen. Das ist zwar in dem Fall ganz gut, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass man vielleicht irgendwelche Sachen an die Wand brushen will, irgendwelche Foliage, dann kann man hier einstellen, Maximum Angle, wo haben wir ihn? Ist der das schon hier? Ah, hier. Ground Slope Angle, thank you. Das habe ich gesucht. Wenn man den auf 180 stellt, dann kann man auch Gras an der Wand brushen, was jetzt hier in unserem Fall nicht so viel Sinn macht, aber jetzt könnte ich auch zum Beispiel so Pflanzen, Rankpflanzen, die runterwachsen, hier an die Wand brushen. Habe ich viel in Exodition gemacht. Und was ihr auch gesehen habt, ist natürlich, dass dann der Winkel sich auch verändert und hier kann man sagen, Line to Normal aus und dann geht es immer hoch. In dem Fall wirklich sieht das viel besser aus, wenn man auch so Pflanzen hat, die runtergehen. Soweit, so gut. Ne? Man kann jedes Foliage für sich einstellen und muss das zum Glück nicht immer wieder umstellen. Und dann ist das ganz gut. By the way, dieses Align to Normal hilft auch sehr, wenn man vor allem mit Bäumen brusht, dass die Bäume nicht an der Kante, jetzt an der schrägen Kante, dann nicht so schräg wachsen, sondern halt eben entsprechend auch immer noch senkrecht nach oben. So, das sei das Gras erstmal. Und damit sind wir eigentlich schon durch. Habe ich noch was vergessen? Man kann Foliage, wenn man ins nächste Level geht, ist Foliage nicht mehr da. Man muss es dann saven as Foliage Type und dann ist es auch in anderen Levels available. Man muss es dann nur wieder da reinziehen in den Foliage Manager. So, na hier. Das nicht vergessen. Damit hätten wir Gras schon mal erledigt. Oh. Und kommen wir nun dazu, unseren Main Character auszutauschen. So. Wichtiger Punkt, das hatten viele gefragt und ja, es ist halt auch echt an höchste Zeit, dass das passiert. Lasst uns das angehen. Ich erzeuge zunächst einen Ordner, wo ich jetzt den Charakter importieren werde. Und was ich jetzt nutzen werde, ist der gute alte Sereth, den ich ja euch auch schon mal gezeigt hatte. An der Stelle gucken wir uns mal ganz kurz in die Blend-File rein. Ich habe jetzt hier meinen Charakter, habe ihn ausgewählt und das Rig. Und er hat hier alle möglichen Animationen im Action Editor. Dann habe ich auf File, Export, FBX und dann habe ich hier eben Selected Objects. Das ist wieder der einzige Regler, den ich anwählen muss und kann hier jetzt das halt entsprechend benennen. In meinem Fall ist es Sereth Base, hatte ich es genannt und habe es auf Export FBX gemacht. So, dann gucken wir uns das mal an. Hier ist das Sereth Base und ich ziehe es rein und sage Skeletal Mesh, Import Mesh, das muss drin sein. Import Animations, wichtig, einmal die Checkbox aktivieren, falls die nicht schon aktiviert ist. Der Rest kann, glaube ich, so bleiben. Wichtig ist, dass bei Skeleton None ist, damit er ein neues Skeleton jetzt erzeugt. Das soll er nämlich tun. Ich sage Import All. So, er hat hier alle möglichen Meckereien, aber tatsächlich ist das gar nicht so schlimm. Man kann das unter Umständen getrost ignorieren. Schaut mal einfach bei euch, ob das klappt und wie das klappt. Zunächst mal eine Sache, bevor ich jetzt direkt loslege. Ich will ganz kurz sein Material fixen, weil beim Import beim Importieren, vielleicht habt ihr das schon gesehen, aber wenn man aus Blender direkt exportiert und dann importiert, setzt er die
Notes manchmal, der setzt die Maps manchmal die falschen Regler. In meinem Fall hat er die Metallic und die. Ja, okay. Er hat in der Metallic sollte er einfach gar nichts haben, glaube ich. Machen wir Constant 0. Roughness, Emissive Color. Der Rest passt, glaube ich. So. Ich save. Wir müssen gucken, ob es funktioniert, aber es sollte. Yes. Na, und hier ist jetzt der Charakter mit dem richtigen Material. Ich glaube, ich habe gerade nicht das Gras zerschossen. Hm. Naja. Lasst uns zum Charakter gehen. Wichtig, wenn ihr importiert, die Animationen sind in Unreal die Animationen aus irgendeinem Grund 100% kleiner. Dafür müssen wir jetzt gucken, hier zum Beispiel in der Idle. Ich gehe in die Idle und sage, hier scrolle ich runter links in der Liste und hier steht Import Uniform Scale und das stelle ich auf 100 und mache Re-Import Animation. Ich weiß nicht gerade, wie man eine Animation, wie man das bei allen Animationen automatisiert oder wie man vielleicht direkt beim Import das einstellt. Wenn das irgendwer rausfindet, sagt Bescheid. Hier als Comment auch reinschreiben gerne. Und ich gucke jetzt mal gerade, dass ich noch den Run reinkriege. Auch hier wieder Import Uniform Scale auf 100. Dann brauchen wir noch den Shoot Idle. Nein, der Idle hatten wir gerade. Ich habe noch einen Walk eigentlich hier. Und auch hier wieder Double Reimport mit 100. So. Soweit so gut. Wir haben jetzt drei Animations. Wir haben eine Idle, wir haben eine Run und wir haben einen Walk. Was wir nicht haben, ist eine Jump. Aber die Jump kann man theoretisch noch nachhauen. Und wie das geht, kann ich euch dann auch noch zeigen. So, wichtig ist, wir brauchen jetzt erstmal, was ich immer gerne mache, um ein bisschen Überblick zu bewahren, ist, dass ich mir die Animations packe ich mir in einen extra Ordner, weil sonst wird das echt ziemlich voll hier in diesem Ordner. So, den können wir mal weghauen. So. Und jetzt ist es direkt so, wir können mal ausprobieren, wenn wir in den Character jetzt gehen und sagen Open Blueprint Editor. Ich kann jetzt hier direkt vom Main Character, kann ich jetzt den auswählen, das Mesh. Hier links in der Liste wähle ich das Mesh aus und sage, hier importiere ich jetzt den neuen Character, in dem Fall Sereth Base, da ist er auch schon. Und da ist er. Und in meinem Fall muss ich ihn noch rotieren und hochsetzen. So, und jetzt setze ich ihn ungefähr auf die Größe, dass er so in dieses Ding passt, in diese Collision Box. Wichtig ist eigentlich bei dieser Collision Box Erfüllung nur, dass er hier wirklich unten drin steht, dass er genau auf dem Boden steht. Aber das kann man noch gut ein bisschen nachträglich einstellen. Wenn ich jetzt mal Play mache, ja gut, in meinem Fall läuft er immer noch so, er dreht sich noch nicht mit. Ja, machen wir mal. Was passiert jetzt? Oh, ich drehe. Das Problem hatten ja einige interessanterweise auch. Weiß ich noch, dass der Charakter sich immer in diese Richtung gedreht hat. Lasst uns mal noch nicht sofort jetzt hier die Lösung des Problems suchen, sondern stattdessen will ich gerne mal mit euch ausprobieren, erst die Animation einzufügen. So, wie das geht, ist wie folgt. Man braucht dafür eine wichtige File, und zwar brauchen wir ein Animation Blueprint. Ich gehe rechtsklick ins Graue und sage Animation und dann habe ich hier Animation Blueprint.
Und dann fragt er auch, auf welcher Basis. Und ich sage, auf der Seraph Base. Und sage, okay. Und sage, Seraph Anim BP. So, da drin werden wir unsere ganzen Animationen steuern. Ich kann, by the way, direkt auch einmal für den Character, also im Character Blueprint, kann ich einmal hier einstellen bei Mesh, dass er auch dieses Animation Blueprint nutzen soll. Na, er sagt hier Animation Mode, Anim Class Seraph, dann nehme ich das Blueprint, genau. Was wir gerade erzeugt haben. Vorher war das noch nicht da. Gut. Bevor wir jetzt da reingehen direkt, lasst uns mal noch ein weiteres Animation Blueprint erzeugen, aber nicht ein Animation Blueprint, sondern ein Blend Space 1D. Blend Space bedeutet letztendlich, das ist die einfach eine Blende zwischen mehreren Animationen oder, ja, genau, in unserem Fall vom Stehen zum Gehen zum Rennen, eine Blende, Animationsblende. Ist cool, dass Unreal das macht, dass Unreal das kann. Gucken wir es uns an, wie es funktioniert. Auch da wieder natürlich Seraph auswählen, die Basis von eurem Charakter in dem Fall. Und dann nenne ich das Ganze Idle Walk Blend. Genau. Ich gehe in den Blend rein und hier haben wir noch keine Animation drin. Aber wir wollen gerne die Idle links haben bei 0. Dann wollen wir die Run ganz rechts haben bei 100% sozusagen. Und die Walk nehmen wir hier in die Mitte. Und jetzt können wir mit Shift gedrückt halten, können wir einfach die Maus durchbewegen und hier eben durch die Geschwindigkeiten durchscrollen. Na, wenn er Geschwindigkeit 0 hat, muss man sich so vorstellen, ist er so. Und desto schneller er geht, desto mehr hat er Speed drauf. Eventuell muss man diese Werte hier verschieben. Geht das? Ich weiß nicht, ob man den Snap hier ausstellen kann gerade. Wichtig ist, wir können hier die Maximalgeschwindigkeit einstellen. Und zwar hier. Bei Horizontal Axis können wir sagen, Maximum ist 100. Hier können wir sogar die Grid Divides einstellen. Cool. Ja, also hier kann man so ein bisschen das einstellen noch. Aber auf jeden Fall, Maximum ist 100. Und da war, glaube ich, irgendein Wert wie, ich weiß den Wert nicht mehr, müssen wir uns auch antasten. 250 stelle ich mal ein. Jetzt ist der Maximalwert, wenn er auf 250 ist, rennt er. Wenn er auf 125 ist, geht er. Und wenn er auf 0 ist, weiterhin steht er. So, wie ich diese Werte jetzt abfrage und dann einspeise in meinen Charakter, das gucken wir uns jetzt im Animation Blueprint an. Und zwar habe ich hier erstmal die Output Pose und ich will jetzt eine sogenannte State Machine erzeugen. State Machine, Add New State Machine. Darin werden wir zwischen den Idle Run, aber auch dem Jump, wobei wir jetzt keinen Jump haben, aber wir werden zwischen dem Jump theoretisch auch dort uns bewegen. Ich ziehe erstmal das Mantle in das andere Mantle rein. Ich nenne das eigentlich kann ich so lassen, wie es heißt, passt schon. Ich gehe rein in New State Machine und sage, gucken wir mal, ich ziehe raus und sage Add State, Idle, Run. So, und beim Idle Run ist es so, da gehen wir mal auch Doppelklick rein und können jetzt hier Idle Run, hier den Blend Space reinladen. Blend Space und haben wir hier Idle Walk Blend, den wir gerade erzeugt haben. Wichtig ist bei dem, dass der genährt wird aus der Geschwindigkeit, aus einer Variable sozusagen, hier aus einer grünen Variable, die standardmäßig auf 0 steht. Wenn wir einmal Compile machen, dann ist schon mal 0 von diesem Idle Walk drin und also die steht er einfach. Und damit wir hier jetzt, den Wert hier verändern können, erzeugen wir hier eine Variable. Ich ziehe das Grüne raus und mache Promote to Variable und nenne das Speed.
Und damit wir diesen Speed jetzt ändern, gehen wir in den Event Graph. Genau. Und was wir jetzt tun ist, ihr müsst euch vorstellen, das Event Blueprint Update Animation, dieses hier, das feuert jede Sekunde, so wie Event Tick. Und im Grunde kriegen wir hier jetzt aus dem Try Get Pawn Owner, können wir hier rausnehmen und sagen Get Velocity. Get Forward Vector war das doch, oder? Oh nein. I forgot. Give me a second. Ich werde mal ganz schnell in Expedition reinschauen. So, in der Zwischenzeit, wo das öffnet, ist nur wichtig, dass wir den Speed setten. Das können wir schon mal so connecten. Und dann müssen wir halt das, was aus Gate Velocity rauskommt. Ich meine, es war... Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich erfahren. Wichtig ist noch eine Sache. Wir können nämlich hier bei Try Get Pawn Owner können wir noch sagen, wir ziehen hier raus und sagen Is in Air. Auch das geht nicht. Give me a second. So, hier ist mein Main Character. Ich muss das jedes Mal nachgucken, auch selber. So. Ah ja, das könnten wir auf jeden Fall als erstes mal machen noch den und is in air, is falling, get movement component is falling, okay, und hier get velocity vector length, okay, machen wir es schnell, genau das wollte ich nicht. So, also get velocity und dann hatten wir hier Vector Length. Ich weiß nicht warum, ich muss das jedes Mal, ich kann mir das nie merken. Wichtig war noch ein Punkt, den hatten wir hier übersprungen, und zwar bei Try Get Pawn Owner einmal isValid rausziehen, damit wir gucken, ist auch wirklich, give me a second, isValid. Genau, das Wichtige ist das isValid mit dem Fragezeichen. Damit wir überhaupt checken, ist das Model überhaupt da? Wenn das Model dann nicht da ist, gibt es ganz viele Error-Messages und das wollen wir vermeiden. Und nur wenn es isValid ist, soll er auch den Speed setten. Und wir haben dann noch eben diese Geschichte mit dem isInAir. This one. Get Movement, also wir ziehen aus dem Try Get Pawn Owner, ziehen wir raus Get Movement Component und da ziehen wir raus Is Falling und da haben wir dann, machen wir eine, da kommt eine Ja-Nein-Variable raus, eine Boolean-Variable, die machen wir zu einer Promote Variable und die nennen wir Is in Air Fragezeichen und können das hier jetzt connecten. So, das heißt, jede Sekunde checkt er, existierst du noch, du Model, du Character, und dann ja, also sette den Speed, sette die Speed-Variable, stehst du oder gehst du, also wie schnell bewegst du dich, und von da aus dann entsprechend noch, bist du in der Luft, ja oder nein. So, das wird jede Sekunde, also jede Millisekunde geprüft. Und von da aus können wir jetzt nochmal zurück in unsere State Machine gehen und hier noch ein paar Bedingungen erzeugen. Es wird jetzt erstmal funktionieren, schon mal. Könnt ihr es mal direkt testen. Wenn ich jetzt zocke,
dann läuft er läuft immer noch zur Seite. Das ist doof. Das kriegen wir auch noch gelöst gleich. Aber auf jeden Fall seht ihr, wenn ich laufe, zeigt er die Run Animation. Wenn ich stehe, spielt er keine ab. Wenn ich jetzt meinen Controller angeschlossen hätte, wird er sogar eben diese Blend, diese Post-Blendings machen. So, warum läuft er zur Seite? Wir haben ihn doch rotiert im Blueprint. Lasst uns das mal jetzt angucken. Wenn ich ihn rotiere, das hatten wir gerade schon probiert. Das bringt erstmal nichts, leider. Ich glaube, ja, also, Problem ist gelöst. Die Lösung ist tatsächlich ziemlich komisch gewesen. Also, wenn ich jetzt einmal den Charakter hier irgendwie die Rotation einstelle, dann funktioniert es nicht wirklich. Aber wenn ich einmal hier reingehe und sage, bei Event Begin Play vom Charakter, Set World Rotation vom Mesh vom Charakter, also ich ziehe das Mesh vom Charakter rein und mache Set World Rotation und die setze ich einfach hier standardmäßig auf 000, dann geht es. Dann geht es. Ich kann es nicht genau erklären, warum das passiert. Ich meine, dass es irgendwie letztes Mal bei mir nicht das Problem war. Aber das scheint das Problem erstmal zu lösen. Okay, am besten wäre es wahrscheinlich eigentlich stattdessen, das Modell neu zu importen und es richtig zu rotieren. Aber das ist vielleicht ein guter Workaround erstmal. Gut, damit hätten wir das schon mal geklärt. Was wir noch sehen ist, wenn er springt, hat er noch die Run Idle immer noch drin, weil er sich ja immer noch bewegt mit einer Geschwindigkeit. Wenn ihr noch die schöne Jump Animation einbauen wollt, dann müssen wir zurück in die State Machine und da einmal ganz kurz noch ein paar Sachen einstellen. Ich gehe wieder in meinen Animation Blueprint von dem Seraph, ziehe hier raus einen State, den nenne ich Jumping Falling. Jump Fall. So, das geht vom Idle Run aus, geht das zu Jump Fall und soll dann entsprechend wieder zurück zu Idle Run. Und damit Jump Fall überhaupt passieren kann, mache ich hier erstmal den, wie nennt man das? Hier die Transition Rule, mache ich Doppelklick drauf und kann jetzt hier einfach Is in Air abfragen, Get. Und yes, also is in air, wenn es ja ist, dann can enter transition, also dann wird er in die Jump, wird er in den Jump gehen. Und entsprechend zurück gibt es ein is not. Gehen wir nochmal einen Step zurück und gehen hier auf den, wenn er dann wieder zurück transition soll, dann soll er das tun, wenn is, wenn is in air auf not Boolean ist. So. Also wenn es nein ist, dann gehst du wieder zurück in die Idle. Wichtig ist noch, bis jetzt wird gar nichts passieren, weil bei Jump Fall ist nichts drin. Wir bräuchten jetzt hier noch unsere Jump Fall Animation, wie auch immer. Ich habe jetzt keine bei ihm. Die könnte ich zwar noch bauen schnell, aber wir machen es anders. Und zwar werden wir mal gerade eine andere Animation dafür einfach einfügen. Und zwar nehmen wir seine, machen wir die Surprise. Es wird ulkig aussehen, aber es wird den Sinn erklären. Ich gehe hier runter, Import Uniform Scale auf 100%, Import Animation. Es wird super komisch aussehen. Okay, machen wir das mal. Wie heißt die jetzt? Surprise Back. Das heißt, ich gehe ins Animation Blueprint und sage hier Surprise Back. Packe die da rein. Und jetzt ist es so, dass wenn er in der Air ist, wird er die Surprise Back abspielen. Na, hätte ich jetzt eine vernünftige Jump, dann würde jetzt hier entsprechend die Jump abgespielt werden. Na, ihr versteht das Prinzip. So. Hat auch wie was Cooles wie so ein Backflip. Aber gut, natürlich ist das Quatsch hier. Ja,
Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt hier am Struggeln waren. Is in air. Wo war's? Is in air, was wir hier abgefragt haben, ne? Das hatten wir ja gerade beim Event Graph erzeugt, indem wir bei try get pawn owner, get movement component, is falling und is in air, eine Variable, die wir gerade selbst erzeugt haben, dass wir die da setten. Das sei gesagt, ich zeige es hier nochmal. So sieht das aus. Und idle jump run, das war die State Machine. Die sieht so aus. Bei der idle jump run ist die, ja gut. Ich denke, alles im Schnelldurchlauf habt ihr auch im Video. Gut, damit haben wir einen Charakter erfolgreich rüber geportet. Wie ihr gesehen habt, ist es gar nicht schwierig, ne? So. Das Gute ist halt einfach, das muss man sagen, auch wenn es jetzt schwierig scheint, wir können damit dann auf lange Sicht viel, viel machen, wenn wir mal das Grundprinzip verstanden haben. So, kommen wir zum Thema Landscape. Ich werde mal gerade hier das wegmachen. So, kommen wir zu Landscape. Und zwar will ich eine Landscape erzeugen. Das geht ganz einfach. Ich gehe auf Modes, mache eine Landscape. So, und dann kann ich hier auswählen, wie groß die Landscape sein soll. Kann hier gewisse Sections aktivieren. Standardmäßig ist es eigentlich ganz gut. Und ich sage Create. Ihr könnt da gerne mit unterschiedlichen Größen experimentieren. Give me a second. Ah ja, da ist es schon. Und jetzt kann ich hier im Sculpt Mode, Achtung, ich habe hier Manage für die Landscape selbst. Ich habe Sculpt Mode, um es zu bearbeiten, und der Paint Mode. Wie der Paint Mode mit den Texturen funktioniert, das ist wie gesagt in dem Tutorial, was ich euch gegeben habe schon. Gucken wir in den Sculpt Mode und da will ich noch zeigen, wir haben hier halt alle möglichen alle möglichen Brushes, die wir nutzen können, um hier halt eben eine Landschaft zu erzeugen. Und wir können mit Shift zum Beispiel, können wir ein bisschen wieder runterdrücken. Wenn wir nur klicken, kommen die Berge raus. Und wir können hier auch mit so Erosions spielen und das Ganze hier so ein bisschen dynamisch, realistisch erodieren, erosieren, wie auch immer, lassen, dass das schön natürlicher wirkt und nicht so super hingebrushed. Ihr könnt ja gerne mit den anderen Brushes ausprobieren. Die Größe und so weiter könnt ihr hier alles einstellen, genau wie beim Foliage-Tool. Das ist schön konsistent. Hier könnt ihr noch ein paar Sachen einstellen für die Brushes. Ich glaube, das ist alles recht selbsterklärend. So, dann haben wir das auch schon abgehakt. Landscape geht wirklich nicht. Das ist wirklich einfach, ne? Ja, denkt an die Geschichte mit dem Material. Wenn ihr das Material verändern wollt von der Landscape, geht ihr auf Select Mode, wählt die Landschaft aus und könnt hier Landscape Material einfügen, welches ihr wollt. Und da könnt ihr halt eben eins erzeugen mit Material. Aber wie gesagt, das ist in dem Tutorial gesagt. Kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar eine Plattform zu texturieren in Photoshop. Recht schnell gemacht. Lasst uns zunächst im Blender eine ganz kleine Plattform bauen. Ich baue jetzt mal eine ganz einfache mit Cube. So, mach den mal ein bisschen kleiner, mach den ein bisschen breiter. Und sage, alle Kanten kante ich mal so ein bisschen ab. Und das wird jetzt unsere Plattform. Und diese Plattform soll jetzt texturiert werden. Und zwar nicht in Substance Painter. An der Stelle nochmal der Appell, warum nicht Substance Painter. Ich persönlich meine einfach, dass Substance Painter zwar gut geeignet ist, vor allem für Character und so weiter, aber vielleicht hier und da ein bisschen umständlich, wenn es eben um sowas geht, dass man hier mal mehrere Assets auf so eine Art und Weise hier texturieren will. Es ist einfach gut, auch beide Texturierungsverfahren zu kennen, denke ich. So, ich werde die
die Dingens aus, die, wie heißen die? Die Planes, wisst ihr was? Ich mache, damit die oberen und unteren Planes wirklich free sind und die ganz gerade sind, mache ich die mal auf Mark Seam. Und jetzt haben wir hier ganz gerade Flächen und der Rest ist halt so ein bisschen schräg, das passt schon. So, das hier wähle ich aus, wie wir es schon gemacht haben. Gehe hier runter und sage, ja, UV, sag mal, Export UV Layout und sage Platform UV. So. Achso, die Plattform kann ich auch gleich einmal direkt exportieren. Ich wähle die Plattform aus. Genau wie beim Gras, Export FBX. Selected Objects, Export FBX. So. Dann füge ich die hier einmal ein. Schon mal. Und hier haben wir die Plattform schon mal in der Engine direkt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erzeugen wir die gute Texture dafür? Das machen wir jetzt in Photoshop. Und zwar, ich gehe in Photoshop rein. So, in Photoshop rein und ziehe da jetzt erstmal unsere Plattform UV Texture rein. Und jetzt haben wir das. So, was ich als allererstes mache, ist, ich hole mir, oder ich färbe erstmal ein. Ne? Also es wichtig ist jetzt, dass man versteht, was ist was. Das ist jetzt halt, wir machen erstmal Farbe oder Color. Und ich sage jetzt, diese Platten sollen grau-blau sein vielleicht. Und dann das Äußere soll so dunkel sein jetzt. Ne? So, nur mal so, so als Idee. So, an der Stelle auch Appell, ihr seht schon, jetzt habe ich hier ein bisschen Stress, weil ich die UVs nicht so sauber gemacht habe. Ich muss das jetzt hier clean machen. Also, ich sage jetzt, was hatte ich gesagt, so ein bisschen blau-gräulich sollen die Platten sein, die oben und untere Platte. Und der Rest kann eigentlich in so einem Dunkel sein, ich mache dunkelblau. So, die UVs packe ich ganz nach oben. UV. Und jetzt habe ich die Farbe so und so. Soweit, so gut. Jetzt will ich das Ganze, dass das so eine Metalltextur hat. Standardmäßig sieht das jetzt erstmal nur nach diesen zwei Farben aus. Um das hinzukriegen, brauche ich irgendwoher eine Metalltextur. Die könnt ihr theoretisch überall hernehmen. Ihr könnt auch ein Foto einfach von einer Metallplatte machen und dann will ich das mit Blend-Modi rüberschiften. Ich empfehle euch ansonsten Ambient CG. So, ich habe hier jetzt mal eine der Texturen gedownloadet. Ziehe die hier rein. Und packe die schön drüber. Und damit die halt eben jetzt auch gut nicht einfach nur alles überdeckt, kann ich hier durch die Blend-Modi schalten und kann mir jetzt hier einen Blend-Modi aussuchen, der ganz gut zusammen funktioniert mit meinen, Textures, die ich hier habe. Weil der macht die zu dunkel. Ah, der hier sieht ganz gut aus. So. Na, jetzt habe ich hier ungefähr diese Textur drauf zu sehen. Leicht. Und es reicht, wenn das so leicht ist, das wirkt schon absolut in Ordnung. Macht da nicht, übertreibt nicht so sehr bei Texturen mit irgendwelchen, wie nennt man das, mit irgendwelchen Kontrasten. Noch eine wichtige Sache, die ich auch immer mache, ist, über das Ganze setze ich noch sogenannte Blacklines. Das kann man immer ganz gut machen. Auch das geht am besten mit dem Tablet. Ich stelle das hier ein und mache jetzt mal hier so eine schwarze Linie, die dann hier irgendwie so abkantet. So. Und gehe dann hier hoch. Genau. Geht mir jetzt nur darum, ich will zeigen, dass man mit diesen schwarzen Linien das schön andeuten kann, dass das so darunter geht. Das gucken wir uns gleich mal zusammen an.
So, dann sollte das vielleicht noch einmal außen um die Kante rumgehen. Machen wir es schön mittig. Immer kein Stress. Ich glaube, das hier ist die andere Mitte. So, und hier ist noch eine. Muss man gucken und testen, ob das dann so aussehen wird. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier die Blacklines. Ich habe unterschiedliche Farben. Machen wir noch innerhalb der Blacklines hier, machen wir noch eine andere Farbe, zum auch zeigen, wie man noch weiter in die Nachbearbeitung geht. Ich mache hier diesen Bereich, wähle ich aus. Und mache den noch in einer anderen Farbe und mache den jetzt mal in einem hellen Grauton. Sowas. Na, das heißt, da haben wir schon mal unsere Farbe. So sieht das schon mal ganz gut aus. Das speichern wir einmal ab als PNG-File. Ich nenne das Ganze Plattform Diff. Diff für Diffuse Map oder auch Color Map könnt ihr das auch nennen. Dann haben wir hier schon mal die Color Map als PNG-File. Könnten wir direkt in Unreal ziehen. Lass uns das direkt mal machen zum Verständnis. So, ich ziehe mal die hier rein direkt. Und ich habe jetzt noch kein Material hierfür erzeugt, also mache ich das. Rechtsklick, Material, Plattform. Ziehe hier ziehe hier die Div rein. Und packe die dann dazu. Und damit die auch wirklich die Plattform annimmt, muss ich das entsprechend noch bei der Plattform auch einstellen. Ich gehe in die Plattform, Doppelklick und mache hier das Plattform Material. So, und jetzt haben wir schon mal darauf unsere Plattformtextur, aber ihr seht, die wirkt halt einfach nur wie so eine Platte. Ja, hier wie so eine. Wie nennt man das, Pappwand oder wie auch immer. Wir wollen, dass das schön auch ein bisschen metallic reflected und so weiter. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich gehe wieder zurück in Photoshop und kann jetzt aus meinen Color Layers, die ich hier so habe, kann ich mir eigentlich alles andere zusammenbauen. Aufgepasst. Erstmal packe ich alles in einen Ordner, was ich habe, außer die UVs. Und das ist schon mal meine Color Map. Die kopiere ich. Mach die jetzt erstmal, blende die andere zur Sicherheit aus und mache hier zum Beispiel erstmal die Roughness. Dann gehe ich hier rein und sage, die Blacklines zum Beispiel. Die Blacklines sollen, schwarze Linien, die so nach unten gehen, sollen jetzt nicht glänzen. Im Gegenteil, die sollen komplett, ja, alles Glanz verschlucken. Deswegen werden die jetzt schon mal pechweiß. Mache die hier ganz groß den Brush, mache die Alpha Lock und brushe hier einmal groß drüber, das ist eine Methode. So, jetzt sind die Blacklines schon mal weiß, also absolut matt. So, dann können wir tatsächlich unsere Metalltextur, die wir hier drauf haben, diese Roughness, die ich hier so ganz leicht drüber gezogen habe, die lasse ich da einfach und ich will jetzt einfach nur die Layer darunter so ein bisschen die Helligkeit davon verändern. Das Gute ist, wir haben ja hier alles in diesen Farblayern. Zunächst mal sage ich, die Außenhülle soll relativ glatt sein. Oder machen wir sie so mittig. So. Dann sage ich, dieses hellere obendrauf soll etwas matter sein, also etwas heller. Und dann soll das oben, diese Metallplatte, soll relativ glatt sein, also dunkel, etwa so. Und das hier ist dann eigentlich schon die fertige Roughness Map. Können wir mal direkt auch wieder exportieren. Ich speichere sie als Rough. Plattform Rough. So. Ziehen wir die Roughness rein. Ich gehe in mein Plattform Material. Und kann hier jetzt auch entsprechend die Roughness Map einfügen und die auch bei Roughness einspeisen. So, und schon wird das Ganze ein ganzes End anders aussehen. Give me a second. So,
Jetzt haben wir hier schon mal, wirkt das Ganze so ein bisschen glatter. Oben wirkt es matter. Und dann haben wir bei den Weißen hier, wirkt es am glattesten. Also richtig, da spiegelt sich sogar hier in der Ferne was drin und so. Na, ihr seht also, je nachdem wie hell und dunkel ich das bei der Roughness Map hier regle, spiegelt es und so weiter. Und das Schöne ist, es ist auch immer so ein bisschen Irregularity drin, weil wir ja diese andere Map da noch drüber so ein bisschen blenden. Kommen wir zur Metallic Map. Bei Metallic Map kann ich immer eins sagen, bei Metallic immer nur ganz oder gar nicht, also komplett weiß oder komplett schwarz. Und wir machen es jetzt in dem Fall mal so, dass hier das oben drauf, diese Platte da oben, die soll wirklich aus Metall sein und der ganze Rest soll so nicht so Metallic wirken. Also der soll zwar auch nach Metall aussehen, aber eher so nach, wie soll man sagen, nach matterem Blech und nicht nach diesem glänzenden Metall. Ich habe ja mal erzählt, es geht immer ums glänzende Metall. Ich kopiere mir die Roughness, mache die Metallic draus. Standardmäßig kann die auch ganz schwarz bleiben. Wenn ihr gar kein Metall habt, kann die ganz schwarz bleiben. So, in dem Fall wird dieses eine Ding weiß und der ganze Rest kann eigentlich schwarz sein. Das heißt, ich kann alles andere rausnehmen. Also erstmal dieses Blending. Die Black Lines mache ich wieder Black. Und die anderen Layer können auch Black sein, weil alles das nicht Metall sein soll. Ich gehe Save PNG als Metallic. Fügen wir es ein, gucken es uns an. Ich füge die Metallic ein. Es wird sich jetzt nicht so viel tun, muss man sagen, weil zunächst mal wird auf den Seiten nichts anders aussehen, nur die helle Platte oben wird anders aussehen. Und interessanterweise ist sie dunkel geworden, weil sie jetzt sozusagen den hellen Himmel, den dunklen Himmel hier spiegelt. Wenn wir die jetzt mal näher runterbringen, wir sehen, das wirkt jetzt eher wie so eine Spiegelplatte. Und wenn wir jetzt hier was ganz Weißes hätten irgendwo, Moment, hier können wir mal gerade einen weißen Cube einfügen. Dann sehen wir auch, dieser weiße Cube wird auch wirklich weiß gespiegelt. Wenn hier die komplette Szene weiß wäre, dann würde auch unten das weiß spiegeln. Also es ist wirklich richtig metallic jetzt, ne? Achtet darauf. So. Deswegen, also nur weil die Platte an den anderen Stellen auch aus Metall ist, macht nicht gleich auf Metallic. Sonst seht ihr, was passiert, ne? Das wirkt automatisch dann immer viel mehr shiny. So, aber, wichtiger letzter Punkt, die Normal Map. Gucken wir uns die noch an, schnell. Wird sich hier zwar jetzt nicht viel nehmen mehr, glaube ich, da werden wir nicht viel rausholen können. Aber, wenn ich jetzt in Photoshop wieder reingehe und jetzt mit UVs auch wieder aktiviere, wir machen mal die Metallic weg. Gehen wir zurück zur Roughness, die könnten wir ganz gut als Basis nehmen. Ich packe die Roughness ganz nach oben und nenne das dann Height Map. Rough weg. So. Height Map ist im Grunde genau das gleiche wie bei Rough. Desto weißer, desto stärker, in dem Fall desto höher, desto schwärzer, desto tiefer. Die Black Lines müssen in dem Fall natürlich wieder black, damit die schön nach unten gehen. Und der Rest wird tatsächlich relativ gleich grau. Wir machen mal in die Mitte grau und werden jetzt alle Flächen gleich grau färben. So, jetzt sind alle Flächen gleich hoch und wir könnten jetzt sagen, dass diese Platten oben etwas höher sind, also mache ich da etwas heller, und diese Spiegelplatte hier soll jetzt ganz hoch sein. So, dann mache ich die UV, blende ich wieder aus und das ist schon unsere fertige Heightmap. Diese Heightmap kopiere ich einmal, also den kompletten Ordner, merge ihn, Steuerung E. Jetzt ist das alles auf einem Layer und diesen einen Layer kann ich mit Filter 3D Normal Map generieren. Kann ich mir hier die Normal Map daraus extrahieren. Wohlgemerkt bei den Einstellungen, vergesst nicht, hier an den Reglern nichts rumschrauben dynamisch, dadurch stürzt die Preview ab. Thank you Photoshop, Adobe. Aber ne, hier könnt ihr euch die Werte abschreiben, die sind so eigentlich standardmäßig. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob das jetzt die angepassten Werte sind. Aber die kann man erstmal nehmen. Detailskalierung 50%,
Dann hier niedrig, mittel, hoch in der Reihenfolge 20, 30, 70. Weichzeichnung 1, das so. Dann machen wir OK und schnappen uns das als Normal Map. Na, hier ist wieder die Normal Map, die wir gerade erzeugt haben. Die ziehe ich hier rein, gehe in mein Material. Hier fehlt noch die Normal Map. Wo haben wir sie? Da ist sie, die neue Map. Die packe ich hier rein in den Normal, Apply und Save. So. Und tatsächlich gibt so eine Normal Map immer noch mal so einen extra Vibe. Die macht immer noch mal so schön das Ganze so ein bisschen more irregular. Also die Normal Map lohnt sich wirklich zu machen. Das erzeugt noch mal so diese kleinen Bumps. So, die sind wirklich dann, die machen das schön noch mal nicey. Und so haben wir eben eine PBR Texture in Photoshop erzeugt. Klar, Nachteil ist, wenn ich jetzt irgendwas bearbeiten will, muss ich das auf allen Maps tun. Allerdings habt ihr auch gesehen, wie schnell er zum Teil wie schnell man diese anderen Maps auch erzeugt kriegt. Von daher ist das vielleicht alles gar nicht so ein Drama. Und ich persönlich mag es sehr gerne, damit große Sets an Textures zu erzeugen. So, damit haben wir auch das abgehakt und ich glaube, damit sind wir auch durch mit all den Fragen, die ihr hattet. Wir haben einen Charakter eingebunden, haben eine Landscape erzeugt, wir haben Gras erzeugt. Ich denke, damit ist alles gesagt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ab in die Comments damit. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, hilft euch in Zukunft auch und ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.